Hi Leute, in der letzten Folge sind wir endlich über diese Brücke drüber gekommen. Hier in Arcania, aka Kaufweg 4. Und hier laufen ein paar mehr von diesen fetten Käfern rum. Und direkt neben Bauern sind die. Nee, sind nicht friedlich. Dann helfen wir mal den Bauern, indem wir diese Käferplage hier beseitigen. So. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ich muss sagen, ich mag es, Let's Plays wieder aufzunehmen. Im Stream habe ich so das Gefühl, so ich muss durchgehend entertainen. Durchgehend erwarten die Leute irgendwas. Selbst wenn ich nur da sitze, erwarten die irgendwas. Ist die ganze Zeit Stress. Es könnte gleich eine Nachricht im Chat stehen und das stresst. Hier ist es entspannter. Hier kann nicht plötzlich eine Nachricht auftauchen, außer es kommt wieder eine Off-Donation rein. Was aber relativ unwahrscheinlich ist, ein Häschen. Ah, ja, da haben wir ihn. Und nicht riskieren, dass er mir wegrennt. Ein schönes Fleisch, okay. Ey, wie können die Bauern hier arbeiten? Das wäre mir viel zu gefährlich. Kommt ran. Kommt her, ihr Viecher. Also mir ist wirklich viel zu gefährlich hier auf dem Feld. Da hätte ich ja mal gar keinen Bock drauf. Und wir haben mittlerweile relativ viel Leben. Das heißt, wir können auch ganz gut einstecken. Abgesehen von unserer Rüstung, die natürlich auch Schutz gewährt. Das finde ich schön in solchen Spielen, so dass man nach und nach stärker wird. Dann auch mehr packt. Das fand ich gerade in Gothic 1 ziemlich gut. Oh, Gothic 4 mit Gothic 1 vergleichen, das werden die Leute nicht mögen. Aber in Gothic 1 fand ich die Steuerung schrecklich. Ich hoffe, es kommt mal einfach eine bessere Steuerung raus. Ja, optisch finde ich das Spiel sogar schön, aber die Steuerung ist ätzend. Das kann man sich aber nicht geben. Und Gothic 1. 2 war, glaube ich, auch ätzend. Ich glaube, 3 war die. 3 war das einzige Gothic, außer jetzt 4, was eine anständige Steuerung hatte. Ja. Ein bisschen belasten. Gucken wir mal hier. Hier müssen wir eigentlich noch gar nicht hin. Eigentlich müssen wir zu der Stadt auf dem Felsen laufen. Aber, ich meine, wenn ich schon hier bin, machen wir auch alles weg. Bam, bam. Die Frage ist halt, ob wir überhaupt gerade hier hin müssen oder jemals hier hin. Oder ob das einfach nur nebenher ist, damit man was zu tun hat. Wenn man ein paar Levelpunkte sich einheimsen will, indem man Viecher tötet. So, auf. Auf, drauf. Auf. Oh, da ist irgendwas Leuchtendes. Ist hier was Cooles? Tatsache. Ein Artefakt. Das hätte ich im Normal, wäre ich ja so normal durchgerusht, hätte ich es nicht gefunden. Da bin ich euch ehrlich, das hätte ich im Normalfall nicht gefunden. So. Gehen wir mal wieder zum Feld. Gehen wir mal mit den Bauern reden. Ja, ein bisschen schneller. Dann gucken wir mal, ob von den Bauern jemand quatschen will. Vielleicht eine Belohnung, dass wir hier ein bisschen aufgeräumt haben. Wäre ja mal was. Hallihallo Bauer, das Feld da hinten ist jetzt frei von Hör Viechern. mich nicht. Das ist übrigens ein Knecht, kein einfacher Bauer. Knecht. Mein Mann ist irgendwo da Mag. draußen. Oh. Denn ihr Mann ist wohl im Krieg. Gehen wir mal hier, sieht nach Weg aus von der Map her. Ich fange schon direkt an, rumzulaufen, wo ich eigentlich nicht sein sollte. Meine Aufgabe war einfach, geh zu der blöden Burg, beziehungsweise Stadt. Und was mache ich? Ich eier hier rum in der Weltgeschichte. Ich kann es halt auch nicht sein lassen. Also ich könnte, aber ich habe gerade keine Lust drauf, es sein zu lassen. Unbruchstücke erhalten. Was soll denn das? Das ist eine Gräber. Sag mal, was gibt's denn hier für Nebenquests, wo man immer 30 sammeln muss? 30 Artefakte von dem, 30 von dem, 30 Gräber. Ich glaube, das habe ich letztes Mal so gar nicht mitbekommen. Und ich werde es diesmal vermutlich auch wieder vergessen irgendwann oder irgendwas übersehen. Hier oben sind ein paar Käfer. So viele wie es sind. Würde ich auch Quest tippen. Die haben auch einen sehr langen Namen. Der heißt Marodierender Feldkäfer, okay.
Nee, kein Quest-Update oder so. Wobei gäbe es das überhaupt, wenn es Dings wäre? Wenn es noch keine aktive Quest ist. Ich weiß gar nicht, wie das hier läuft. Weil zum Beispiel in Risen bekommt man für noch nicht aktive Quests auch schon, dass man sie erfüllt hat. Dann wird es angezeigt. Du Arschgesicht! Jetzt schieß doch! Mann ey! Gut, aber war hier kein besonderer Erfolg oder so. Da hinten ist eine Hütte, die wir uns ansehen können. Ist keiner mehr. Mein PC macht die letzten Tage komische Geräusche. Ich glaube, da ist irgendwas locker oder so. So ein leichtes Rattern. An der Lüftung. Mal gucken. Das hat er schon, als ich ihn geliefert bekommen habe. Mal. Das ist dann auch irgendwann wieder weggegangen. Diesmal bestimmt auch wieder. Oh, da ist Honig oder so. Sieht nach Honig aus. The Witcher sagt mir, das ist Honig. Bienenstock einfach, okay. Dass ich jetzt auf krassen Bogenschützen mache. Einfach drauf zu hauen, verstehe ich auch nicht. Mir ist da irgendwie gerade nach. Ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach so. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Es ist sie, die ist sie, die ist einfach so. Es ist einfach so, dass ich gerne auf Bogenschütze mache. In den meisten Spielen spiele ich gerne Bogenschütze, nur in solchen Spielen hier eigentlich nicht. Weil da so Piranha Bytes oder halt hier diese anderen Macher jetzt. Da ist das Bogenschießen meistens nicht so geil. Finde ich auch nicht so geil. Im Vergleich zu anderen Kampftechniken. So in Skyrim beispielsweise finde ich das Bogenschießen klasse. Anderen jetzt nicht so. Wie hier zum Beispiel. Seht das nochmal Honig? Ist das irgendeine Quest? Da kann ich einfach Honig einsammeln für mich. Ein Bienenstock. Können wir einfach mal gucken, ob es ein Questgegenstand ist. Tatsache ist ein Questgegenstand. Okay. Das heißt, ich werde den Safe für irgendwas brauchen. Irgendeine Haupt- oder Nebenquest. Ich weiß noch nicht welche. So. Okay, da oben ist was. Guck mal, was ist denn da? Ups. Schild. Silbersee, wo wir nicht hin können. Wer da? Hier kommt nur durch, wer einen Passierschein hat. Ich habe einen richtig fetten Passierschein. Halt! Ich will zum Silbersee. Es herrscht Krieg. Ohne die Erlaubnis des Barons kommt Alter, hier keiner diese LSD-Trips. Es ist aber dringend. Keine Erlaubnis. Kein Durchgang. Na gut. Wo finde ich den Baron? In der Zitadelle von Stuark. Und die ist... In der Stadtmitte. Hey, den... Theoretisch scheinbar ja. Was komme ich dann durch? Gehen wir erstmal zu dem Haus. Gehen wir erstmal zu dem Haus da und gucken, ob da wer jetzt quatschen will. Ist auf jeden Fall eine Höhle hinter. Die wir uns mal angucken können. Hier sind auf jeden Fall ein paar Leute. Der sieht aus, als ob er reden will. Der steht schon so breitbeinig da. Okta. Willkommen auf meiner Farm. Wie ich sehe, bist du unversehrt. Wieso sollte ich nicht unversehrt sein? Wegen der Feldräuber, die meine Felder plündern. Meine Knechte trauen sich gar nicht mehr über die Schwelle, die Feiglinge. Kannst du mir helfen? Klar. Feldräuber sind für mich kein Problem. Abgehoben. Danke, Fremder. Abgehoben, mein Charakter. Es soll dein Schaden nicht sein. Okay, mir fehlen noch 5. Ah. Da hätten wir schon mal einen. Nehmen wir an, das werden die hier sein. Ah, ist da noch einer? Ja, ist noch einer. Ah, wieder welche von denen. Meine laufenden kleinen Erfahrungspünktchen. Bam, bam, bam. Bam. Na, kommt her.
Ja, das könnte sein. Ja, hier sind noch drei. Wird irgendwo noch ein Vierter rumrennen. Können wir direkt jetzt wegmachen. So, aua. Ah, ist auch ein Bienenstock. Eine Bienenstock-Quest, die irgendwann kommt. Grüne Äpfel. Die mag ich viel mehr. Sogar dran saure Apfel. Und ich mag diese sauren richtig. Die sind richtig lecker und knackig. So Süßäpfel mag ich eigentlich gar nicht. Die Waffe und drauf da. Dem marodierenden Feldräuber. Und saure Apfel. Ah, hier ist noch einer. Bringen die andere Werte? Irgendwie Ausdauer oder so? Die bringen das Doppelte an Lebensenergie. Okay. Okay. Den Stock. Und das letzte Käfer. Komm her, du. So, da ist noch eine Höhle. Hier sind echt viele Höhlen. Gehen wir erstmal Quest abgeben. Bevor ich es vergesse. Weil ich ja keinen richtigen Questmarker habe. Wo ich mich übrigens noch nicht drum bemüht habe, mich darum zu kümmern, herauszufinden, was es damit auf sich hat. Mit dem Problem. Habe ich irgendwie verpeilt. Naja. So. Komm her, Kollege. Ich habe mich um alles gekümmert. Hast du die Feldräuber schon von meinen Feldern verjagt? Jawohl. Die Feldräuber sind tot. Ich danke dir, Fremder. Deine Belohnung hast du dir redlich verdient. Ich kann es kaum erwarten, meine faulen Knechte zurück aufs Feld zu jagen. Und? Noch andere Probleme? Der karge Boden, das Wetter, die faulen Knechte, das Übliche. Der Krieg interessiert dich nicht, was? Krieg hier, Krieg da. Was soll ein einfacher Mann wie ich machen? Ich will meine Ernte einbringen. Wer sie dann kauft, ist mir egal. Hast du keine Angst vor Robar? Robar? Der bekloppte König? Ich habe mehr Angst vor dem nächsten Hagelsturm. Das sind doch alles nur Geschichten. Okay. Ja. Gehen wir langsam Richtung Stadt. Die ist da. Komm, können wir erst hier einmal in die Höhle gucken. Oh, eine Mine. Verschlossen. Perfekt. Gucken wir nicht in die Höhle, gehen wir in die Stadt. Das lief ja auch super jetzt. Wie lange komme ich denn in die Stadt? Kann ich hier außen lang? Ich glaube ja. Ja, kann ich. Oh, hier sind ein paar Viecher. Schreit noch Scavenger? Ja, Scavenger. Auf die Viecher. Sagen, hier sehen die mehr aus wie in Gothic. In Risen 3 gibt es sie ja wieder. Da sehen sie nicht aus wie in den ersten Gothic-Teilen. Jetzt regnet schon wieder. Ey, was ist das für ein scheiß Land? Ständig regnet es. Die haben ja ein mieses Wetter. Ich glaube, den Tag jetzt schon dreimal oder so. Ich habe noch nicht geschlafen, deswegen ist es immer Tag noch. Wir vermuten noch bei Tag 1. So, selber Tag, an dem wir morgens aufgewacht sind beim Schafehüten. Und die scheiß Wetter-KI sagt, regne mal wieder. So würde es die ganze Zeit regnen, würde ich verstehen. Ja, es regnet mal einen Tag. Aber immer wieder, weiß nicht. Muss nicht. Ah, haben wir die hier schon gelootet? Ja. Da unten ist noch eine Höhle. Gehen wir eben hin, bevor wir dann da zur Stadt gehen. Wenn mich nicht irre, gab es in der Stadt so eine Detektiv-Quest. Werden wir dann sehen. Und Diego müsste in der Stadt sein, hat er ja erzählt. Und noch mit Diego quatschen. Hallo? Wollte schon sagen, darf ich jetzt hier nicht hin oder was? Na, dann gucken wir uns mal um. Kein Loot? Loot. Ja, schöne Pilze. Die Dämonen irgendwas wachsen scheinbar echt gerne in Höhlen. Bleischwanze. Das ist ja so ein Ausgang für irgendeine Quest. Okay, dann kommen wir dann da oben raus.
Hier gibt's Truhen. Saure Apfel. Das ist dann wohl so das Apfel-Upgrade für diese Region. Ich meine, kleinen Äpfel nicht mehr nehmen muss. Da fällt mir ein. Ich wollte gerade sagen, ich regeneriere kein Leben, aber dann ist ja ein hochgesprungen. Ich nehme es zurück. Regeneriere immer noch Leben. Ich regeneriere immer noch Leben. So. Die Frage, wo müssen wir lang? Gibt es hier keine Wache? Ah, das ist nicht sehr sicher, wenn hier an der Brücke keine Wache ist. Gut, da sind dann Wachen, aber hier wäre viel weniger hier an der Brücke. Dann können die hier in Ruhe die Leute aufhalten, damit die da oben die Zugbrücke hochziehen können. So, ich bin Feind, ich tue so, als wäre ich ein normaler Typ. Lali, luli, lali, la. So, bin hier auf der Brücke, schlachte alle ab. Halt! Dich kenne ich nicht. Woher kommst du und was willst du hier? Ich komme aus Fischir und brauche die Erlaubnis des Barons, zum Silbersee reisen zu dürfen. Ha, da kannst du lange warten. Warum? Der Baron hat keine Zeit für Lappalien. Seine Geschwister, Hertan und Liowin, haben Stuark an den verfluchten König von Myrtana verraten. An Roba? Ist die direkt Stadt aggro der Typ. Kein unter Kontrolle seiner Emotionen. Wir Stuarker werden von den Myrtanern niemals die Knie beugen. Ehre oder Tod? Das höre ich gern. Perfekt. Der verfluchte König hat meine Heimat verwüstet. Hör mal, darf ich trotzdem mein Glück beim Baron versuchen? Vielleicht kann ich helfen. Nun gut, rein in die Stadt mit dir, Fremder. Aber wir behalten dich im Auge. Jawohl. Wie komme ich zum Baron? Immer die Treppe hoch, Fremder, bis du zu Gorn kommst, dem Hauptmann der Wache. Mhm. Wo finde ich die Klippenschenke? Durchs Tor rein und gleich nach links, Fremder. Mhm. Gibt es ein paar Händler hier in der Stadt? Ja klar, jede Menge. Die meisten haben ihren Laden an dem großen Platz gleich hinter dem Tor. Aber die zähle ich dir jetzt nicht alle auf. Achte einfach auf die Schilder an den Häusern, dann findest du dich zurecht. Okay. Na dann, eine einfache Wache. Bürger, das hier ist die Schenke. Da sollten wir Diego treffen. Sei gegrüßt. Wo ist er denn? Willkommen in der Klippenschenke, Fremder. Diego hat gesagt, du weißt, wo ich ihn finden kann. Diego? Der war hier, ja, aber ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Hm. Er hat sogar noch eine Rechnung offen, was gar nicht seine Art ist. Okay. Diego ist verschwunden? Von einem Tag auf den anderen. Vielleicht hat es mit dem Streit zu tun. Okay. Mit welchem Streit? Diego hat sich mit dem Berater des Barons gestritten. Ich glaube, es ging um Steuern. Okay. Wo finde ich den Berater des Barons? Na, beim Baron natürlich. Super. Und wo finde ich den Baron? In seiner Zitadelle im Zentrum der Stadt. Der ist nicht sehr gesprächig, der Typ. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Erstmal Zeug loswerden. Ausrüstung, sonstiges. Höhkern wir einfach mal alles wieder. Ups, nee, die Spitzhacke wollte ich doch behalten. Schriftstücke. Die muss ich gleich mal lernen. Feuerfall brauche ich aber safe nicht. Hier, wenn ich davon zwei habe, kann ich eins wegtun. Questgegenstände, dieser Honig. Essbar. Nur Schmortopf. Ah, nee. Das war's. Mal ganz kurz. Ich meine, wenn wir sie schon haben, wechseln wir das mal. Wir machen mal hier das hin. Und sonst passt eigentlich noch alles. So. Dann gehen wir zum Baron. Da müssen wir ja eh hin für alle Quests. Immer schön die Treppe rauf. Halt, Kleiner. Was willst du hier? Ich will zum Baron. Was gibt's da zu lachen? Schau, Kleiner, der Baron ist der Baron. Der empfängt nicht jeden. Warum sollte er dich empfangen? Ich muss ins Bluttal und brauch seine Erlaubnis. Du willst im Bluttal kämpfen? Du? Du hast ja nicht mal Muskeln. Ich will nicht kämpfen, ich will zum Silbersee. Vergiss es, Kleiner.
Ich lasse hier keinen durch, auch dich nicht. Aber warte mal. Wenn ich dich so anschaue, bist du nicht der Junge aus Fischir, der mit Diego nach Argan gekommen ist? Du kennst Diego? Du kennst Diego? Da staunst du, was? Diego ist ein Freund von mir, ein guter alter Freund. Hat mir von dir erzählt, bevor sie ihn eingekerkert haben. Diego ist im Kerker? Kaum zu glauben, was? Sonst sitze ich im Kerker und er holt mich raus. Jetzt ist es umgekehrt. Willst du mir helfen? Was ist dein Plan? Mein Plan? Ich brauche keinen Plan. Ich habe meine Axt. Aber Diego meint, ich soll warten. Er glaubt, die Sache klärt sich auch so. Mhm. Geh doch mal in den Kerker und sprich mit ihm. Vielleicht hat er seine Meinung geändert. Komm ich da einfach so rein? Sag Aldrich, dem Wärter, dass ich dich geschickt habe. Sag ihm, wenn er dich nicht durchlässt, bekommt er einen aufs Maul. Und wie komme ich zum Kerker? Lauf die Treppe hier runter und nimm dann die nächste Treppe rechts. Immer weiter runter, bis du Aldrichs hässliche Fresse siehst. Okay. Mal ganz kurz möchte ich euch sagen, dass kein Like und ein Abo dauert, ein Kommentar. Wir sind in der nächsten Folge wieder, weil die Zeit ist rum.